Schauen wir mal ganz kurz Chris Robs neues Haus, Alter. Was geht da ab? Let's go. Ich war übrigens schon da. War weird flex mit dem Auto, but okay. Oh! Hallo und herzlich willkommen. Die Kameraleute hat er jetzt bestimmt gar nicht erwartet. Zu einem neuen Video. An dieser Stelle, Freunde, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich habe soeben die Schlüssel bekommen zu unserem neuen Haus oder Villa oder was auch immer. Am besten, ihr bildet euch einfach mal eine eigene Meinung dazu. Kommt doch. Ich bin der Meinung, absoluter Scheißhaufen und viel zu teuer. Joke, gönne es übertrieben und warte auf diese gottverdammte Einweihungsparty. Crispy Rob, wann kann ich in dein Klo kotzen? Auf jeden Fall rein. Freunde, ich dachte mir, heute gibt es einfach eine kleine, frische Mini-Room-Tour zu, ja, unserem neuen Zuhause. Denn, wie viele von euch mitbekommen haben, wir suchen seit einem Jahr die ganze Zeit nach einer neuen Location. Unsere Wohnung, Freunde, darüber müssen wir nicht reden. Da ist so viel passiert. Das wurde alles so groß in kürzester Zeit. Und jetzt ist es erst recht an der Zeit für ein ganz neues Kapitel. Und wir befinden uns jetzt gerade schon im Eingangs. Hey, doch mal hier, was haben wir hier? Im Eingangsbereich mit so einem riesen Glas-Ding. Da später zu. Ich würde sagen, wir fangen wirklich einfach vorne an. Also, oh. Was geht? Hier haben wir unseren ersten Raum. Nichts Besonderes, es ist ein Catering Room. Also für Veranstaltungen, wenn irgendwie eine Party geschmissen wird. Klar, ein eigener Catering Room. Wisst ihr, wenn ein Haus, es gibt groß und es gibt behindert groß. Wisst ihr, was ich meine? Behindert groß ist, wenn ein Haus ein Catering Room hat. Behindert groß ist ein Haus dann, wenn es Räume hat, die extra Namen erschaffen haben für diesen Raum. Wisst ihr, was ich meine? Das Haus hat einen Catering-Room. Versteht ihr, was ich meine? Also, es ist keine Waschküche, es ist keine Bibliothek. No. Es ist ein Catering-Room. Noch nie davon gehört. Crispy Rob, du hast deutlich zu viel Geld. Ich sollte auch scheiß Kochbücher schreiben. Können hier Dinge vorbereitet werden? Wer weiß, was wir aus dem Raum machen? Das entscheiden wir später. Aber ja, das ist Zimmer Nummer 1. Weiter geht's. Ich würde sagen, da kommen Caterings rein. Ganz klar. So, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Interessanten. Und zwar, Freunde, der Küche. Macht Sinn. Let's go. Wirklich traumhaft schön. Die ist krank, so, die habe ich, Freunde, auch schon gesehen. Das ist die neue Küche. Wir haben einen Gasherd. Und Leute, ich schwöre es euch, ein Gasherd, es ist weird, wirklich ein Gasherd zu haben. Mag erstmal komplett random klingen, aber für Crispy Rob, der fucking Koch-Content macht, ist ein Gasherd Baba, Leute. Gas oder Induktion overall, ich schwöre es euch, Leute, wenn ihr einmal richtig gekocht habt, auf Gas oder Induktion, dann wollt ihr nie wieder auf scheiß Elektroherd oder so Brennplatten zurücksteigen. Digga, direkt die Hitze da, Energieverbrauch müssen wir nicht drüber sprechen, Induktion das Beste. Ich würde sogar Induktion dann noch Gas vorziehen, aber Bro, ein Gasherd ist extrem nice, wenn auch super, super gefährlich. Er hat sogar in der Mitte diesen Bonzenbrenner, wisst ihr, was ich meine? Das hier, Alter, das ist, wenn man ein halbes Schwein grillen möchte, versteht ihr, was ich meine, Leute? Da läuft der Hase. Chock, chock. Und hier einen riesigen Backofen. Allgemein hat die ganze Küche so richtigen Gastrolog. Dima ist da. Moin. Hallo, Dima. Ich wohne jetzt hier. Stimmt. Hallo? Kann das sein, dass es halt? Ein bisschen. Wie gesagt, Freunde, wir haben gerade eben erst die Schlüssel bekommen. So. Es halt immer natürlich in Räumen, die so groß sind, dass es an ein Schloss erinnert. Chris Rob, du hast Geld. So haben wir das Haus überreicht bekommen. Natürlich wird sich hier alles verändern, aber ich wollte euch einfach mal mitnehmen und zeigen, wie es... Ich war 2 Wochen, nachdem sie die Schlüssel bekommen haben, da, weil ich damit Peter und Spendi gedreht habe. Es hat sich alles verändert. Überall im ganzen Haus liegt einfach nur Müll. Jetzt gerade aussieht, weil es wird sich krass verändern. Und Dima ist uns... Ja, krass viel Müll. ...unser neuer Mitbewohner. Applaus für Dima. Ich freu mich auch. Wie findest du die Küche, Dima? Viel Platz, um die dreckig zu machen. Ich habe richtig viel Platz in der Küche. Man könnte hier Fußball spielen, ich oder? Find's richtig. Wir müssen noch herausfinden, in welche Richtung die Kochvideos gedreht werden, weil wir können jetzt in beide Richtungen drehen. Ich finde eigentlich diese... Fuck, Alter, das ist natürlich jetzt stressig, Mann. Was machen wir jetzt? Wir können die Kochvideos in beide Richtungen drehen. Am besten einfach von oben. Die ist geil, aber die könnte mehr Sinn machen, wenn man hier so eine Pflanzenwand machen kann. Ah. Freunde, habt ihr Bock auf ein Pimp My Küche? Das machen ja. Wir. Komm. Ins Esszimmer. Das okay. Ist das Esszimmer, wie man erkennen kann, ist hier noch nicht viel. Aber ich denke mal, dass wir hier irgendwie einen riesigen Esstisch haben werden. Endlich. Ich wohne seit 2,5 Jahren in einer WG und wir hatten keinen Esstisch, weil wir einfach keinen Platz für einen Esstisch hatten, weil unser Wohnzimmer ständig irgendwie krank, wie wurde. Groß, naja, das Ding ist, Alter. Hier wird unser Essbereich sein. Wir kommen direkt weiter, offener Eingang ins Wohnzimmer. Vielleicht. Walla, jetzt wo ich ihn runter habe, ich schwöre, ich hätte so gerne einen Esstisch mit CH, Alter.
Oder so ein Garten hinten. Das wäre so Baba, Alter, für meinen Hund. Dann könnte ich ja Kani einfach in den Garten lassen. Der scheißt da hin. Hat dann morgen auf den Teppich gekackt, der dumme Wichser. Vielleicht wird es ja das allererste Mal sein, dass wir ein echtes, normales Wohnzimmer Baba Sahito, haben werden. Vielleicht aber auch nicht. Ich überlege, dass wir direkt irgendwie mit was Verrücktem starten. Katze ist da. Wir haben hier sogar einen Kamin. So klar. Sieht das aus. Hier kann das alles rein. Richtig nice. Ah, ich dachte, das wäre der Fernseher und oben drüber hängt man einen Kamin auf. Perfekt. Hier ist so eine diese Nachricht, Alter. Kümmere dich um den Hund. Okay, mache ich, danke. Installierte Fernseherwand. Hier kann dann richtig schön großer Fernseher hin. Mal schauen, aber ich würde sagen, erstmal irgendwas Verrücktes machen. Was können wir aus unserem Wohnzimmer machen? Schreibt es in die Kommentare. Freunde, ihr könnt... Wenn du was richtig Verrücktes machst, Alter, nimmst du jetzt einen Hammer und schlägst die Fenster ein. Das ist verrückt. Jetzt abstimmen. Entweder Eislaufbahn oder... ein Golfplatz oder Minigolf, irgendwie sowas. Könnte ganz witzig werden. Wie auch immer, hier geht's weiter. Hier kommen wir zum Wintergarten. Hier könnte man so theoretisch das alles öffnen. Zu dem Garten kommen wir später. Das ist so das Besondere hier am Haus. Deswegen können wir so ein bisschen, ja, perfekt. Gehen wir weiter. So, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche. Oh, ich finde das so geil. Ich sehe dieses Bild jetzt schon, wie wir das so einrichten. Da kann man so Dinge aufhängen. So krank groß einfach. Zwei Wege. Runter zum Keller, hoch zu den Zimmern. Keller, gruselig, sein Vater in diesem Haus, wirklich, ich schwör's, Leute, da wohnt wirklich Josef Fritzl himself, Alter. Was soll eigentlich die Scheiße? Ausrufezeichen Prime-Manager, ich verliere wieder Subs, Leute, was soll das? Ich würde sagen, wir machen so einen kleinen Einblick in den Keller. Das war prinzipiell unser größtes Problem, Freunde, ihr kennt Team Bro, wir sind, ja, bekannt für verrückte Sachen mangeln, denn wir haben hier unten, glaube ich, fast 200 Quadratmeter Keller über 8 Räume verteilt. Notwendig. Also 8 Räume, in denen man Stuff weglegen kann. Perfekt für uns. Übrigens, kleine Retalk-Story. Ich hatte über das gesamte Jahr jetzt sogar schon eine Lagerbox anmieten müssen, wo ich all den Stuff gelagert habe, wie zum Beispiel das alte Kino. Das passt ja gar nicht in die Wohnung. Das ist alles in einer riesigen Lagerbox. Und das kann jetzt endlich nach hier kommen. Und ich muss nicht ständig in eine Lagerbox fahren. Auf jeden Fall geht es jetzt hier hoch zu den Zimmern. Und ich zeig mal her jetzt, Alter. Villa. Am Ende des Tages ist das, glaube ich, sogar eine Villa. Das ist schwer zu unterscheiden. Digga, am Ende des Tages ist... What the fuck, man? Natürlich ist das eine Villa. Wann ein Haus? Es ist keine Balenciaga-Jacke. Ich spuck auf euch, Mann. Was ist eine Villa? Stimmt. Ach, Rob. Ja, der hat eine Balenciaga-Jacke an. Der ist auch reich. Ach, was ist es? Ist es die Team Bro Villa oder ist es das Team Bro Haus? Ich würde sagen, die Team Bro Haus. Ihr entscheidet. Weiter geht's. So. Kommen wir zu Zimmer Nummer 1. Ist auf jeden Fall nicht klein. Ein Baustand ist drin. Mal schauen, wem das Zimmer gehören wird. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer alles hier einzieht. Und Zimmer Nummer 1 ins Badezimmer. Hier. So ein krank geiles Bad, Mann. Ich feiere diesen Look. Nice Drip, nice Fliese. Feier ich, Bro. Feier ich extrem. Ist eine Badewanne, Klo, Pissoir. Und von hier kommt man schon ins nächste Zimmer. Das ist, glaube ich, vom Quadratmeter her das größte Zimmer. Mal schauen, wem es gehören wird. Weiter geht's. Jetzt haben wir quasi hier den Durchgang für die nächsten Zimmer. Und das hier, Leute, dieses Badezimmer ist geisteskrank, Alter. Das ist so, ich habe noch nie so ein krankes Badezimmer gesehen, Leute. Das ist so krass, Alter. Ich schwöre, ich bin richtiger, wisst ihr, wovon ich Fan bin? Vom Badezimmer, Gärten und Saunas. Saunas mit AZ am Ende. Auf der linken Seite wieder so einen riesigen Glaskubus. Folgt mir. Hier, wunderschön. Eine Badewanne. Sie sieht einfach Hammer aus. Digga, das ist so insane. Das ist so insane, Alter. Dann haben wir hier noch ein Waschbecken, ein Klo und ein BD. Und das Ganze führt hier weiter zu einer weiteren Dusche. Und eine Sauna haben wir auch. Crispy Rob, ich sag dir eins, auf deiner Einweihungsparty werde ich nackt in dieser Sauna sitzen mit 3 Bier in meiner Hand. So werde ich das machen. Und dann trinke ich die und dann fahre ich nach Hause, weil ich dann schon besoffen bin. Perfekt. Nice. Dann kommen wir hier wieder raus und ratet mal, was hier ist. Genau. Noch ein Zimmer. Und jetzt kommen wir zu meinem Zimmer. Ach ja, hier übrigens, Freunde, ist auch noch ein Klo. Smiley, Alter, was soll das? Ja, Freunde, das wird wahrscheinlich mein Zimmer werden. Und mein erster Gedanke war direkt, wieso baue ich nicht das Kino im Zimmer auf? Schreibt in die Kommentare. Absolute Scheißidee, Rob, bin ich ganz ehrlich, mach's bitte nicht. Habt ihr Bock auf ein riesiges neues Kinoprojekt? Und zwar will ich mein Zimmer zu einem Kino machen. Ich glaube, das könnte richtig geil sein. So richtig gemütlich. Ja, mein Zimmer. Hier könnte man auch theoretisch alles aufmachen. Und da hätte man
ein Balkon und so ist es quasi auch ein geschlossener Raum. Hier links habe ich noch einen riesigen begehbaren Kleiderschrank. So viele Klamotten besitze ich gar nicht. Keine Ahnung, vielleicht kann man ja auch hier irgendwie... Na, musst du wohl neue Klamotten kaufen, Crispy Rob. Was draus machen, richtig nice. Freunde, ich würde mal sagen, jetzt kommen wir zu dem geilsten Teil des Hauses oder der Villa. Boah, es ist so geil, einfach zu wissen, dass man so... Garten, zeig. Hier, Freunde, haben wir, guck mal, da fährt gerade der AMG rein, eine Garage, wo zwei Autos reinpassen. Richtig, richtig sick. Ich liebe dieses Auto immer noch, es ist wunderschön. Gut, jetzt zum Höhepunkt des Hauses und... Der Garten. Wir haben ein Grundstück so krank, von 2000 Quadratmetern, so krank, in dem wir uns frei ausleben können. Der Garten ist wirklich nicht klein, also guck mal mit. Das geht schon echt ein gutes Stück nach hinten. Man hat gefühlt hier noch so einen eigenen Wald im Garten. Wir haben auch mit dem Vermieter gequatscht, das wird alles nochmal neu gemacht. Also das ist doch wohl eine Villa, Leute. Keine Frage, das ist eine Villa. So insane, Alter. Der Garten wird komplett fresh gemacht. Es wird sich einiges verändern die nächsten Monate. Ich wollte es euch einfach mal genau so zeigen, wie es jetzt gerade ist. Wenn da kein Pool reinkommt, raste ich aus. Schaut es euch an. Das ist es, Freunde. Ich kann nicht glücklicher sein, als ich jetzt gerade in diesem Moment bin. Heute ist mein Kochbuch-Release, Freunde. Gönn es dir vollkommen, bester Bro. Tag ever. Oberster Link in der Bio. Und ich habe die Schlüssel für ein neues, großes Kapitel bekommen. Für alle Leute, die uns schon was länger verfolgen. Ich glaube, ihr könnt euch gut vorstellen, wie heftig das eigentlich demnächst hier wird. Ja, Mann, Bro. Feier. Nice Trip. Nice Trip. Freunde. So groß das Haus, in dem ich wohne. Okay. Weird Flex. So viel zur kleinen Mini-Room-Tour. Ab sofort werden wieder heftige Bauprojekte starten. Wir haben So, Leute. So viel zu Crispy Rob. Rob, ich gönne es dir, Alter. Mach diese gottverdammte Einweihungsparty. Und Leute, soll ich mir einfach ein Haus kaufen? Chat, schreibt mal ganz kurz, soll ich mir einfach ein Haus kaufen? Weil ganz ehrlich, Leute, Mann, ich kaufe, also wenn ihr jetzt schreibt, ich soll mir ein Haus kaufen, dann mache ich das einfach, Leute. Also könnt ihr entscheiden, Leute. Ja, soll ich einfach ein Haus kaufen? Zander sagt auch ja. Zander, starke Hütte, ja, ja. Ja, komm, Leute, okay, nächste Woche, ich kaufe einfach ein Haus. Danach kaufe ich mir, keine Ahnung, Alter, ich glaube, ich kaufe danach einfach Amazon, Leute. Das ist extrem geil, Leute, ich kaufe einfach ein Haus. What the fuck, oder? Ganz ehrlich, Mann, das sollte ja wohl noch drin sein, Alter. Wenn ihr mir dabei helfen wollt, Leute, dass ich mir ein Haus leisten kann, Ausrufezeichen Prime in den Chat, ihr wisst Bescheid, los geht's.